Warum wird es scheitern? Also das ist einfach aufgehangen an ganz einfachen grammatischen Regeln. Also zum Beispiel, wenn wir den Genitiv Singular angucken und den Akkusativ Plural, also zum Beispiel das Buch des Schülers, was machen wir dann? Das Buch des, der Schülersin und solche Sachen. Und dann der Punkt, ich würde mittlerweile sogar fast so weit gehen zu sagen, dass man sich gendern leisten können muss, weil es eben Menschen gibt mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache lernen, die sowieso schon sehr schwer ist, wo das einfach nochmal ein erschwerendes Element ist. Und Menschen eben mit Leserechtschreibschwäche, Legasthenie. Es gibt einige Umfragen, die sogar sagen, dass ungefähr 10% in Deutschland davon betroffen sind, dass sie zumindest Schwierigkeiten haben, Sprache zu lernen, dass die eben auch so ein bisschen zurückbleiben bei dem Thema. Was ist dein Vorschlag, um in Zukunft niemanden sprachlich auszuschließen? Wie machen wir das? Sagen wir mal, es gibt wirklich eine Rechtschreibereform flächendeckend. Es wäre halt sehr kompliziert, das umzusetzen mit dem Genderstern, wie es aktuell ist. Und deswegen plädiere ich persönlich einfach nur dafür, dass wir vielleicht die Wörter neu konnotieren. Also so wie es zum Beispiel, also das Wort gay stand im Englischen lange für einfach fröhlich. Und heute steht es für eine ganze Community, also für die Gay-Community und Queer. Und ich bin der Überzeugung, dass man auch Berufsbezeichnungen so umkonnotieren könnte, denn das grammatische Geschlecht ist ja nicht das Sexus im realen Leben. Das heißt ja auch der Tisch, die Vase und so weiter. Das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und so ist es eigentlich auch bei Berufsbezeichnungen. Die weiblichen Berufsbezeichnungen sind sogar teilweise aus einer Abhängigkeit entstanden. Also der Müller und die Frau war die Frau Müllerin, obwohl sie nichts gemacht hat in diesem Beruf, sondern einfach nur zu Hause war. Und warum kann man nicht einfach sagen, das Wort Müller, ich bin Müller, ist einfach jetzt für das weibliche und das männliche Geschlecht. Wir müssen, glaube ich, auch immer noch mal diese Perspektive nach außen haben. Also es irgendwie aktuelle Umfragen sagen so 60%, 70% sind eher nicht dafür, beziehungsweise dagegen. Ich habe das Gefühl, dass viele andere Menschen das für unnötig ansehen, weil ich glaube, das Problem ist, dass auch Leute hier von schlimmeren Problemen betroffen sind. Das heißt, wenn man sich fragt, wie bezahle ich nächsten Monat die Heizkosten und die Miete? Warum kriege ich keinen Termin beim Arzt als Kassenpatient, obwohl ich Leiden habe? Warum muss ich dann ein halbes Jahr warten? Dann werden diese Menschen so ein bisschen wütend, wenn sie gesagt bekommen oder es auch nicht direkt gesagt bekommen, aber es so interpretieren, wenn sie es so hören in den Medien, das ist gerade ein wichtiges Problem und wir müssen uns jetzt hierum kümmern. Und ich glaube, deswegen ist das auch so emotional behaftet, weil viele Menschen halt sagen, ey, wir haben größere Probleme. Leute, guckt euch auch jetzt die Talks unserer anderen Gäste an. Das findet ihr alles hier in der ARD Mediathek.